Hallo und recht herzlich willkommen zurück zu Ark Ascended. Wir sind mittlerweile dazu imstande, unseren Veteranodon zu reiten. Das liegt daran, da wir Hilfe hatten von unserem guten Freund, den Lakut. Lakut hat uns den Sattel hergestellt. Hier auf unserem Server sind wir ja eine kleine Gemeinschaft, durch die Community von Delta 07 kam er mal vorbei und hat mir dann den Sattel vorbeigebracht, weil wir hier im Moment echt die Probleme hatten, an Keratin oder Chitin zu kommen, wie ihr wisst, in der letzten Folge. Dann kam der gute Malu noch vorbei und er hatte tatsächlich zwei riesengroße Geschenke für uns. Das wäre einmal... Also, es sind ja sogar drei Geschenke oder vier sogar, weil es sind diese Kryokapseln, die kennt ihr noch von Survival Evolved, mit einem Ankylosaurus. Mit dem kann man wunderbar Metall abbauen. Und ganz wichtig, eines unserer Lieblingssaurier, der Argentavis. Wir wollten sowieso mal einen tame, jetzt haben wir erstmal einen. Das ist sowas von perfekt, da wir nämlich mit unserem Umzug hier beschäftigt sind. Ja, ihr habt richtig gehört, unserem Umzug. Es ist soweit. Ich bin hier noch die letzten Reste Fleisch am Braten. Füll nochmal die Wasserflasche auf. Und habe schon einiges hier abgerissen, wie ihr seht. Es ist nichts mehr da. Hier drin, das wollte ich alles noch aufbewahren, auf jeden Fall. Nicht, dass es vergammelt, natürlich. Hier haben wir unseren ganzen Stuff, den wir mitnehmen müssen. Auf jeden Fall. Wie weit ist das mit unserem Fisch? Den brauchen wir nämlich. Okay, das dauert noch eine Weile. Dann können wir in der Zeit den Argentavis beladen. Wir nehmen als erstes mal das Metall, das ist am schwersten. Das Gute an den Argentavis ist... Das Metall ist bei ihm nur halb so schwer. Das ist richtig genial. Ja, er hat schon ein wenig, hat nur halbe Lebenspunkte, denn ich habe ihn ein wenig in Leben geskillt. So, jetzt müssen wir hier tatsächlich irgendwie alles mitnehmen. Unseren Umzug. Wir haben schon angefangen zu bauen. So viel schon mal dazu. Deshalb nehmen wir das jetzt auch noch mit. Das packen wir auch wieder in den Argentavis. Und wir müssen natürlich versuchen, unsere Dinosaurier alle irgendwie lebend mitzubekommen. Zack, zack. So, und jetzt könnten wir den Rest eigentlich so einpacken. Ach nein, so, perfekt. Und den Schrank nehmen wir, den Tisch nehmen wir auch noch mit, den heben wir wieder auf. Und jetzt kann eigentlich alles da rein. Bis auf die Pfeile, die nehmen wir wieder mit. So. Und so. Perfekt. Der Argentavis ist ein sehr guter Sattelschlepper für den Flug gedacht. Da geht echt so schnell nichts verloren. So, jetzt nehmen wir hier das ganze Zeug natürlich auch mit. Zack. Und zack. Feuer erlöschen und aufheben. Das nehmen wir auch noch mit. Das Lagerfeuer auf jeden Fall. So, den Fisch kann der Argentavis gerne mit reinnehmen. Wir werden unterwegs auf jeden Fall noch ein bisschen jagen. So, hier muss natürlich auch noch alles mit. Ich hoffe, mein Argentavis, der frisst jetzt nicht das Filet. Wir haben das auf den Server auch so eingestellt, dass das Filet gesteckt werden kann. So. Das packen wir jetzt auch noch alles hier rein. Perfekt. So, und zur Info. Vor allem für Lakut, Malu, Nobu und all Delta, alle die auf den Server sind. Ich weiß, wir sollen nicht alles zubauen. Ich habe das nicht vergessen. Aber ich werde das vorerst noch hier lassen, glaube ich. Obwohl der... Nee, ich nehme es doch direkt mit. Ich nehme es direkt alles mit. Na? Na?
Wir nehmen unsere Hütte hier doch mit. Ah, guck mal, Fensterwand und Fenster geht direkt auf einmal mit. Das ist sehr gut. Hier. Ah, jetzt habe ich nur das Fenster aufgehoben. Ich finde es gut, dass wir das hier alles aufheben können und nicht abreißen müssen. Ich glaube, wenn wir es abgerissen hätten, hätte es wahrscheinlich Probleme mit dem Platz gegeben. Da wir aber jetzt hier alles so einpacken können, ist das alles schon etwas einfacher. So. Die Fundamente nehmen wir auch mit. Auf jeden Fall. Ah, das ist noch eins. Und dann fliegen wir zu unserer neuen Basis. Ist leider ein etwas längerer Weg. Da müsst ihr euch leider etwas gedulden und habt mich eine Zeit lang an der Backe. So, wir haben jetzt eine leere Kryokapsel. Da packen wir unseren Dingens ein, unseren Parasaurus. Und die müssen wir jetzt auch alle mitnehmen. Alle folgen. Und wir fliegen dann. Ey, ey. Hallo? Kollege. Und wir fliegen los. Richtung neue Basis. Die ist leider ein ganzes Stückchen nördlich. Das heißt, wir müssen uns etwas gedulden und auch etwas länger fliegen. In der Zeit wollte ich sowieso gerne noch ein kleines Wörtchen mit euch gern reden. Und zwar möchte ich mich erstmal recht herzlich bedanken an alle meine neuen Abonnenten. Wir haben mittlerweile 140 Abonnenten erreicht. Somit haben wir unser Ziel, die 100 Abonnenten bis Ende des Jahres um ganze 40% übertroffen. Mich macht stimmt das sehr glücklich, auf jeden Fall. Ich hätte nicht gedacht, dass es so weit, also so schnell vorangeht, aber wir hatten noch einen guten Boost bekommen. Recht herzlichen Dank an alle. Es wird auf jeden Fall nächstes Jahr viel mehr Content geben von Ark Survival Evolved und auch noch einiges von Planet Crafter kommt noch hinzu. Ein paar Umbaumaßnahmen, ein bisschen hier, da und hier, ein bisschen der Umzug, der Livestream. Ab nächstes Jahr werde ich auch vermehrt live gehen. Das steht schon mal fest. Das will ich euch schon mal nicht vorenthalten. Wir werden des Öfteren live gehen. Vor allem bei Rocket League, da habe ich so viele neue Abonnenten bekommen. Ich glaube, die Hälfte von den ganzen Abonnenten, die ich besitze, sind weitgehend alle Rocket League. Und den Livestream werde ich überwiegend dann auch bei Rocket League machen. Dann können wir zusammen spielen im Livestream. Das würde mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr da reinschneit und dann zuschaut und auch mal mitspielt. So, jetzt warten wir erstmal, bis die Ausdauer hier geladen ist. Ich hoffe, hier ist kein Fleischfresser, der uns irgendwie an die Kehle will. Denn da vorne seht ihr es schon, da ist der Redwood. Das bedeutet natürlich, wir müssen extrem aufpassen. Aber richtig extrem gut aufpassen. Denn hier hängen Thylakoleos in den Bäumen. Die können auch etwas springen. Wir müssen tatsächlich über den Bäumen sein, weil die reißen einem vom Sattel runter und dann sind unsere ganzen Flugviecher verloren. Hier vorne seht ihr schon die zwei Berge. Genau dazwischen sind wir. Ich habe schon angefangen zu bauen. Mit einer kleinen Unterstützung von Deltas Community auf dem Server auf jeden Fall haben wir schon angefangen, da etwas herzurichten. Ich will jetzt nur halt hoffen, dass dort nicht irgendwie was ist, das uns das Genick brechen wird. Und wir haben zwar noch einen ganzen Weg vor uns, aber zum Glück haben wir noch genug Ausdauer. Ich habe den Archie auf ziemlich viel Ausdauer geskillt. Wenn die mir jetzt nicht die ganze Zeit vor die Nase rumfliegen würden, wäre das sogar noch bombastisch. Aber anscheinend ist der Folgeabstand so hoch, so niedrig. Och Mensch. Petris. Ich weiß gar nicht, warum ich euch überhaupt mitnehme. Ihr bleibt gleich hier im Redwood. Da könnt ihr einsam und allein bleiben.
Man sagte mir, da wäre ein Gigaspawn, aber das hat sich dann geklärt, denn ich glaube, Lakut war das oder der Nobu haben gesagt, der Gigaspawn ist doch etwas weiter rechts und hier ist er etwas weiter links. Das bedeutet dann eigentlich, dass wir hier keinen Gigaspawn haben. Sollte eigentlich dann sicher sein. Ich hoffe zumindest, dass er kein Gigaspawn ist, weil ansonsten haben wir nämlich ein dickes Problem. Der Giga, der kann nämlich auch Stein zerstören und der wird unsere Base total zerfressen. So, ich werde auch unsere Dinosaurier erstmal hier oben irgendwie absetzen müssen. Definitiv, dass die safe sind. Okay, ich habe ein Problem. Entweder sind das jetzt Tapecharas oder das sind Archie. Das ist ein Archie. Das ist schlecht. Aber das ist ein verdammt schöner Archie. Muss ich mal dazu sagen. Und da haben wir noch einen anderen, aber der ist eigentlich relativ friedlich. So, und zwar hier haben wir angefangen. Ich muss mich jetzt erstmal hier umschauen. Dafür sind mir die... Oh Gott, da oben ist ein Rex. Okay, wir haben uns einen richtig geilen Spot ausgesucht. Das wird schwierig. Da unten haben wir auch einen kleinen Fight zwischen zwei Dinosauriern. Aber wie es aussieht, scheint der nicht mehr lange durchzuhalten. Ja, der saftet schon ganz schön. Bleibt hier mal bitte in der Luft. Ich muss hier sehen. Was bist du? Ja, das ist schlecht, dass ihr jetzt hier in der Luft rum, hier unten rumflattert. Der hat ihn tatsächlich zur Sau gemacht. Der Wahnsinn. Ich hoffe, die sind friedliebend. Ich muss jetzt erstmal hier safe bauen. Ay, caramba. Ich muss jetzt hier tatsächlich absteigen, um das zu bauen. Ich hoffe, hier kommt jetzt kein feindlicher Dinosaurier und reißt uns den Hintern auf. Ja, natürlich war das so. Oh nein, 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 nein. Das ist, Scheiße. Irgendeiner ist gestorben von meinen Sauriern. Wie mir scheint. Nein, die leben alle noch. Oh oh. Okay, es ist, relativ schwierig hier. Pfeife neutral. So, ich hab's jetzt passiv gepfiffen. Was willst du denn? Blödes Vieh. So, gut. Wir haben dann doch überlebt.
Aber du willst jetzt nicht tatsächlich hier mein Haus, oder? Gegen das Land gewinnst, mein Freund. Ich mache hier so schnell wie möglich mal dicht. Auf jeden Fall. War ein holpriger Start. Damit habe ich aber schon gerechnet. Kein Umzug ist leicht. Eine Tür habe ich noch nicht. Habe ich ein wenig Material für eine Tür? Beziehungsweise, was kostet die Tür? Habe ich noch gar nicht gelernt, oder? Oh, Backe. So, dann müssen wir zu den Steinfundamenten. Die haben wir hier. Da haben wir die Tür und Fenster. Ich habe noch gar nicht alles gelernt, sehe ich gerade. Dann wird es aber mal Zeit. So. Das hier müssen wir auch lernen. Ganz wichtig. Und das auch. So. Alles Klärchen. Was kostet die Tür? Stone. Holz, Stein, Stroh. Ja, haben wir alles nicht genug. Holz, ja, Stein, nein. Okay, ich gehe jetzt mal raus. Ich suche meinen Pteranodon. Du lässt mich bitte so lange in Ruhe. Ja, aller Anfang ist schwer. Auf jeden Fall. Das streite ich jetzt auch gar nicht ab. So, du nimmst den Sattel mal runter. Wir haben leider im Moment nur einen Sattel. Und wir haben hier im Moment noch Platzmangel, da ich die Basis noch am Ausbauen bin. Ich habe erstmal so weit wie möglich eine kleine Basis gebaut, damit wir erstmal hier hin können. So. Ihr bleibt bitte hier. Denn ich muss etwas Stein holen. Ja, die Kentrosaurus, die sind relativ aggressiv. Ich weiß nicht mal warum. Aber die wollen einen irgendwie immer ans Leder. So. Jetzt müsste ich eigentlich genug haben, um Fenster und Türen zu bauen. Ja, die zwei Steine nehme ich mal noch mit. Nicht so viel Fenster und Türen. Das ist jetzt doof. Ich brauche mehr Holz. Warum fallen die Bäume alle bei einmal um? Echt mies. So, egal. Wir bauen jetzt schnell eine Tür. Na komm. Die brauchen wir. So. Ich brauche mehr. Ich habe mich nicht genug vorbereitet. Ich müsste noch eins hochbauen. Das ist jetzt richtig doof. Ay, caramba. Aber hier gehen ja auch noch Fenster. Das heißt, wir bauen jetzt auch noch zwei Fenster. Und schließen die Seite schon mal ab. So. Das wird nicht die endgültige Basis sein. Auf keinen Fall. Da wird noch einiges dazu kommen, aber da läuft einer. Durch den Busch ist da einer gelaufen. Nee, da ist einer. So, die endgültige Basis ist es nicht. Es ist erstmal nur ein kleiner Start in eine neue Welt. Muha, eine neue Welt. Nein, Spaß. Es ist einfach bloß ein Start in unser neues Gebiet, wo wir auf jeden Fall im Endprodukt bleiben werden.
So, ich bin jetzt aber erstmal auf der Suche nach Holzsteinstroh. Ganz wichtig, wir brauchen das. Denn ich muss tatsächlich noch eine Wand hochbauen. Ganz wichtig. Dafür brauchen wir aber einiges an Stein. Und natürlich auch an Holz. Das geben wir erstmal unserem Archie alles. Vor allem das, was am meisten wiegt. Wir sammeln jetzt erstmal eine ganze Session. Ah, ich brauche gar nicht so weit weggehen. Hier ist noch was. So. Dennoman und Dinosaurier sollen ja natürlich auch erstmal in Haus sicher sein. Ganz wichtig. Und damit unsere Base auch einigermaßen sicher sein wird, müssen wir uns als nächstes tatsächlich darum kümmern, dass wir irgendwie ein Dötikorus bekommen, der uns Stein abfarmt, damit wir tatsächlich Gates bauen können. Mit den Gates möchte ich nämlich dann gerne unsere Umgebung abzäunen fürs Erste, damit keine feindlichen Dinosaurier reinkommen können. So. Am Anfang ist es halt etwas immer doof, so wie hier bei Ark. Entschuldigung. Es ist halt immer etwas nervig, da man am Anfang tatsächlich sich die meiste Zeit um den Bau kümmern muss. Aber eins kann ich euch versprechen. Das wird nicht die ganze Zeit so bleiben, denn ich nehme euch mit. Auf jede erdenkliche Weise werden wir Dinosaurier zähmen. Und es ist auch geplant, dass wir die Story von Ark spielen. Das bedeutet, wir müssen züchten, züchten, züchten und die Bosse erledigen. Das bleibt auch nicht aus. So, Holz. Ich weiß nicht, wie viele Wände wir brauchen. Auf jeden Fall sammle ich jetzt einfach mal eine ganze dicke Session. Vor allem auch Stein, ganz wichtig. So. Wir haben jetzt natürlich auch das Glück, dass Archies bei uns in der Nähe sind. Die können wir also weitgehend dann hier auch tamen. Der Schwarz-Rote gefällt mir so sehr, dass ich den tatsächlich sogar schon fast so schnell wie möglich haben möchte. Wir haben Hunger und Durst irgendwie immer zu Genüge. So, wir werden jetzt erstmal sehen, wir gehen mal runter. Das ist jetzt ein Witz, oder? Nein. Hier ist ein Dedekorus. Das kann nicht sein. Wie viel Glück muss man haben? Okay, andere Sache. Wir müssen schnell das Dings hier bauen. So. So. Holzstein, Stroh. Wir brauchen alles. Wir müssen Wände bauen. Wände, Wände, Wände. Das Gute ist, dass unsere Kryokapseln hier keine Abklingzeit haben. Das bedeutet, wir können die erstmal hier drin stehen lassen. Das sind leider nur 10, das ist bei weitem nicht genug. Noch lange nicht. Aber reicht, um erstmal die Sicht auf unseren Dinos etwas zu senken. Der Lakut denkt sich jetzt bestimmt, i, guck mal, viereckiges Haus, i. Ich denke mir gerade einfach nur so, boah, hoffentlich schaffe ich es jetzt hier noch. Nein! Mist. Ich denke mir gerade einfach nur, hoffentlich schaffe ich es, so schnell wie möglich die Basis abzusichern.
Denn am Anfang ist es relativ tricky. Wir brauchen tatsächlich wieder viel, viel Holzsteinstroh. Krieg mal hin. Da oben ist auch ein schöner Rex. Wir haben einen Dödikoros in der Nähe. Wir haben einen Rex in der Nähe. Auch das ist doch so wunderbar. Holz haben wir auch genug. Für den Berg habe ich natürlich auch schon eine tolle, tolle Idee. Denn hier oben möchte ich gerne mein Vogelhaus bauen. Mit einer schönen, schönen Startrampe. Aber als erstes mehr Stein. Eine Decke kann ich schon bauen, davon habe ich genug. Am Anfang wird meine Basis ziemlich eng werden, das ist klar. Das sollte aber nicht mehr das Problem werden, wenn wir erstmal einen Dötikorus haben, der uns das Stein schön abfarmt. So, wie viele Wände kann ich denn jetzt hochziehen? Nur zwei. Ganz toll. Und dafür habe ich so lange auf dem Stein rumgekloppt. Alles Klärchen. So, wie gesagt, wenn erstmal die Basis zu ist, sehen die uns nicht. Oh nein. Ein Carnotaurus. Hält nicht viel aus, der Kano hier. Der blutet schon. Aber der hat uns irgendwie einen Knochen gebrochen, diese blöde Sau. Wir holen uns natürlich das Fleisch ab. Davon hat er nämlich viel. Und Saatchi hat nicht viel Leben verloren. Da oben haben wir noch einen Rex. Das ist schlecht. Rexe sind immer schlecht. Ich glaube, wir werden ja am Anfang ziemlich viele Probleme kriegen. Aber egal, ich liebe die Herausforderung. Denn wir müssen hier tatsächlich es schaffen, unsere Basis fertig zu bekommen. Ich will hier auf jeden Fall jetzt noch schaffen, unser Haus sicher zu machen. Ach, ich bin hier kurz vorm Tod. Das hätte mir mal jemand sagen müssen. Ich bin hardcore am Erfrieren. Alles klar. Dann würde ich mal sagen, wir gehen mal schnell zurück. Und wir bauen ein Lagerfeuer. So. Dann war das gar nicht der Archie, der einen Knochenbruch hatte, sondern eher wir. Okay, das ist schlecht, denn tatsächlich ist mir immer noch zu kalt. Ich gehe jetzt auf Nummer sicher. Wir sind voll am Erfrieren. Wo ist der Archie, wenn man den mal braucht? Ich muss Bett haben. Wir werden nämlich jetzt gleich sterben. Deshalb setze ich jetzt hier das Bett hin. Ja, das ist jetzt natürlich echt doof, dass wir dauerhaft am Erfrieren sind. Aber jetzt ist uns nur noch kalt. Das ist gut. Oh. Das Pulsieren ist jetzt natürlich relativ nervig. Denn wir können jetzt gerade im Moment nicht raus.
Solange wie uns kalt ist, um zu reparieren, um. Zu farmen. Das bedeutet, wir setzen jetzt das erstmal hier hin, was wir besitzen. Wir schauen mal, ob wir schon mal die Decke hinsetzen können. So. Vielleicht wird uns ja dann so schon mal etwas wärmer. So, so. So. Ja, das sieht schon gut aus. Na, was heißt, es sieht gut aus? Es sieht eigentlich relativ scheiße aus. Weil die Wand noch nicht zu ist. Aber was bleibt uns jetzt gerade für eine andere Wahl? Denn wir müssen es irgendwie jetzt schaffen. Dass uns hier drin warm ist. Muss ich natürlich mein ganzes Holz dafür verbraten. Puh. Jetzt sind wir erstmal so. Immerhin den Tod schon mal über die Schippe, von der Schippe gesprungen. Dann kümmern wir uns mal so lange darum, hier ein wenig an der Inneneinrichtung. So, ich hatte vor, hier in der Ecke auf jeden Fall, werde ich die zwei hinsetzen. So, zwei Stück, genau. Warum zwei? Nun, das kann ich euch erklären, Freunde. Denn ich arbeite natürlich in Real Life, arbeite ich. Und ich arbeite als in einem Logistikunternehmen und ich muss das tatsächlich immer so haben, dass ich Ordnung habe. Wie zum Beispiel, ich brauche für jeden Scheiß, brauche ich irgendwas, einen separaten Schrank, weil sonst kriege ich einen Anfall. Und zum Beispiel für Bären brauche ich einen separaten Schrank und für Fleisch brauche ich einen separaten Schrank. So, das setzen wir jetzt hier rein, auch das Fleisch dazu. So. So. So, damit der Archie schon mal etwas leer wird, kann man das denn umbenennen? Umbenennen? Nein, nicht abreißen, entsperren, aufheben. Okay, kann man nicht umbenennen. Lass mal einfach so. Alles klar. Gar kein Problem. Kühlschränke kann man umbenennen. So, dann haben wir. Guck mal, ich könnte jetzt die Holzwände da hinsetzen. Sieht zwar kacke aus, aber es wäre weiter zu. Irgendeiner hat da draußen was gesnackt. Klang nicht gerade lecker. So. Wie gesagt, sieht nicht so dufte aus, aber wir sind erstmal zu. Aber Holz haben wir auch nicht mehr. Die Holzwand, was fehlt uns denn da? Fasern, kein Problem, haben wir. So, dann bauen wir noch eine Holzwand. Das ist erstmal so unprofessionell zusammengeklatscht. Seht es mir bitte nach. Denn ich möchte wirklich, wirklich, dass wir erstmal vor dem äußeren Auge verschwunden sind. So. Perfekt. Alles klar. So. Das nehmen wir jetzt raus. Und heben es auf. So. Lagerfeuer kannst du mal noch kurz mit reinsetzen. Und was brauchen wir? Ja, wir haben natürlich hier die Forges. Die müssen wir aber draußen irgendwo hinsetzen. Hier drin nimmt das ziemlich viel Platz weg. Das andere Bett zur Sicherheit auch noch. Und die Werkbank darf nicht fehlen. Und die Schränke dürfen nicht fehlen. So.
Warum zwei Betten? Ganz einfach, denn ich gehe mal davon aus, dass wir nicht ewig alleine sein werden. Deshalb sage ich das mal so, wird hier jeder sein Bett haben. So. Perfekt. Gut, das hätten wir. Dann die Werkbank. Wie gesagt, das ist jetzt erstmal so eine notgedrungene Unterkunft. Das wird nicht so bleiben. Das Fleisch hier könnte ich eigentlich mal rausholen. Wenn wir schon mal dabei sind und das Lagerfeuer läuft, können wir auch Fleisch braten. Yam yam. So. Du musst mal ein wenig zur Seite, Archie. Tut mir echt leid. Vor allem möchte ich mal gucken, was bist du überhaupt? Du bist ein weiblicher Archie. Alles klar. Bedeutet, wir brauchen einen männlichen. So, hier kommt unsere Werkbank hin. Sollte hier eigentlich reichen. So, den Tisch setzen wir dann hier hin. Mit. Ja. Normalerweise will ich das so hinsetzen, denn wir werden von jedem drei Stück haben, aber irgendwie scheint das gar nicht mehr zu funktionieren. Deshalb setze ich den jetzt einfach hier hin. Was soll's? Egal, Hauptsache es ist da. Und unsere Schränke. Das wird jetzt eine interessante Tortur. Drücken Sie. Ah, jetzt kann ich die frei bewegen. Sehr gut. So wollte ich das. Eins, zwei, drei, vier. Stehen die denn jetzt gut? Oh, perfekt. Und für den Delta, weil er mich jetzt tatsächlich, wo wir jetzt die Tage im Discord waren, hier in Ark, auf den Server, hat er gefragt, ja, die Schränke, total unlogisch, die stehen, ja, keine Ahnung, immer seitlich. Das liegt daran, so nimmt das weniger Platz weg. Das heißt, nehmen wir jetzt zum Beispiel, ich hätte jetzt normal hingestellt. Ich kann zwei so hinstellen oder nur einen, so wie er richtig sein sollte. Und die müssen wir jetzt natürlich auch alle umbenennen, da wir natürlich Logistikfreaks sind. Ja, Holz. Und ja, ich weiß, ich habe zu wenig Schränke. Kommt alles mit der Zeit, ne? Warum öffnet sich das immer zweimal? Ich verstehe das nicht. Holz, Stein, Stroh. Da ich natürlich noch alleine hier unterwegs bin, bedeutet das, ich habe echt zu tun, das hier alles voll zu machen. Feuerstein. So. Gut. Jetzt haben wir die Schränke. Das ist auch schon mal mega wert. Jetzt gehen wir wieder auf Resistenz. Und ich glaube, wir sollten jetzt eigentlich dazu in der Lage sein, gleich rauszugehen. Oder ich lasse das jetzt erstmal so. Und wir räumen den Archie leer. So, wir nehmen Flint raus. Also die Feuersteine. Das Pulver auch. Ja, Fasern. Wir hätten eher für Fasern was tun sollen. So, hier Holz. Hier Stein. Was mache ich da? Ich bin hier nicht bei Stroh drin. Hier ist Stroh. Zack. Zack. Und dann Feuerstein.
Ich mache das aber so. So, denn das nehme ich jetzt mit. Dann nehme ich, ja doch, den Strom müssen wir auch nochmal mitnehmen. Ja, ich muss eigentlich alles mitnehmen. Scheißegal. So, nehmen wir einfach alles mit. Das muss nämlich in die Werkbank, da wir ja Sachen auch reparieren müssen und herstellen müssen, muss das leider da rein. Und so haben wir immer genug Stuff in der Werkbank, um die zu benutzen. So. Das Metall brauche ich auch noch von dir, Archie. Und das Leder. Das Pelz. Oh Gott. Armer Archie, der ist so voll geknallt. Es tut mir leid. Kommt nie wieder vor. Ja doch, eigentlich schon, wenn es um Metall geht. Wirst du noch ein wenig leiden müssen, aber das kriegst du schon hin. So. Nee, das nicht. Das bleibt erstmal drin. So. Ist jetzt natürlich einiges, was wir darüber bringen müssen. Deswegen nehme ich das jetzt, mache ich das jetzt einfach auf die schnelle Art. Ach Mann. Also das mit dem Hin- und Hermachen, das ist schon ziemlich nervig, muss ich gestehen. Okay, wir müssen vom Fenster weg, da ist ein Kentro. So ein Kentrosaurus ist es nicht so praktisch. Aber wir haben es auf jeden Fall geschafft und sind in unserer neuen Basis zu Hause. So, wenn euch das Video gefallen hat, Freunde, dann lasst mir gerne ein kostenloses Abo da und natürlich das Däumchen nach oben. Was auch immer ihr sehen wollt, hier bei ARK, ich versuche es stets zu erfüllen und auch zu meistern. Ich weiß jetzt nicht, wir werden jetzt erstmal noch mit dem Bau hier beschäftigt sein, bis es dann soweit ist. Wenn es an die Zähmungen geht, ich muss vom Fenster weg. Und dann können wir loslegen. Mit den Zähmungen und mit der Zucht. Ein Dödi steht auf jeden Fall sehr schnell an unserer, auf unserer Liste. Den brauchen wir. Dann haben wir zumindest schon mal einen Steinsammler. Dann haben wir einen Metallsammler. Mit unseren Parasaurus können wir Beeren farmen. Dann brauchen wir natürlich noch einen guten Holzfarmer. Und da will ich gern ein Tirizino haben. Weil ein Tirizino einfach nur geil ist. Und der ist auch verdammt stark. Deshalb steht der für unsere Holz. Farmen auf der Liste. Ich verabschiede mich auf jeden Fall für diese Folge und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Euer Ben Kalypse. Ciao, ciao.